Moin, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin wieder hier. Heute sieht das alles wieder ein bisschen anders aus. Ich nehme wieder mein Zugset 1 zum Videodrehen, da ich heute mich mal um iOS bzw. um die Kamera-App von iOS kümmern möchte, mit der ich die letzten Videos gefilmt habe und meine Hauptkamera eigentlich jetzt nicht extra aufbauen wollte. Nichtsdestotrotz, los geht's nach dem Intro. Die App nennt sich natürlich hier unten ProCam. Wir gehen jetzt gleich mal rein hier in die App. Und wie wir sehen, sehen wir schon mal extrem viel, was man hier einstellen kann. Alles Mögliche. Hier unten liegt ja auch noch die letzten Videos, die ich gemacht habe. Bin ja immer noch drin im Video produzieren. Und irgendwie wird das gerade bei mir etwas unscharf. Ich versuche mal den Fokus neu zu setzen. Das sieht schon wesentlich besser aus. Wir haben hier alle möglichen Funktionen. Hier oben zeigt er uns an, was wir eingestellt haben, wie wir es eingestellt haben. Nichtsdestotrotz machen wir alles mal ganz nach und nach. Wir fangen mal hier oben an, ist klar. Hier könnt ihr jetzt umschalten auf die Frontkamera. Seht ihr mich und die andere Kamera. Jetzt denke ich mal ganz klar. Schalten wir wieder zurück. Hier unter können wir einstellen, ob die normale Rückkamera oder halt die Zoom-Kamera. Jetzt wird es natürlich äußerst unscharf, weil der Fokus hier natürlich kaum setzbar ist. Jetzt hier sehen wir, versuchen mal das Stück Papier, was da noch liegt. Und hier ist kein Papier, das ist ein Kratzer. Gut, kriegen wir nicht rein, weil es nicht weit genug weg ist, beziehungsweise weil er dadurch die Schärfe verliert. Hier unter haben wir das M, das ist die komplette Einstellung. Das möchte ich später mal machen mit euch. Hier haben wir dann noch das Licht, das Flashlight. Hier können wir auch noch manuell noch mal ein bisschen ranzoomen. Guck mal, so. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Hier in der Mitte haben wir einen praktischen kleinen Zeitraffer, den wir auch noch machen können. Dafür gibt es aber auch noch extra Funktionen. Hier oben haben wir, wie gesagt, die ganze Anzeige. Hier haben wir nochmal extra Settings. Gehen wir auch nochmal kurz rein. Man kann hier unglaublich viel einstellen. Wenn man schon alleine hier unter Foto sieht und der Video. Die ganzen Einstellungen, was man noch alles einstellen kann über Farbstempel und bla bla bla. Also es ist unglaublich viel. Und selbst ich habe es noch nicht mal geschafft, das alles durchzugehen, weil zu 90% arbeite ich sowieso mit dem M, zu dem ich aber gleich erst noch komme. Das kommt wirklich erst zum Schluss, weil das eigentlich das Hauptsystem ist. Wir gucken erstmal noch hier rein, was man hier jetzt einstellen kann. Man kann hier einen richtigen Zeitraffer einstellen. Fotos. Serienbilder, Langzeitbelichtung, 3D-Fotos. Hier oben kann man dann die Frames noch einstellen. Bis zu 4K irgendwo hoch. Hier oben 4K 24 FPS, 4K 30 FPS und. Das ist natürlich ultra, ultra heftig. Hier können wir die Gitter einstellen, wie groß die Gitter sein sollen, beziehungsweise ob sie überhaupt da sein sollen. Den Fokus, wie man den Fokus setzt, ob man ihn festsetzt oder nicht und ach. Das ist unglaublich viel. Und jetzt wird es vor allen Dingen noch mehr. Jetzt fangen wir hier mit dem kompletten manuellen Modus an. Hier kann man jetzt die Kälte kalibrieren, das heißt, wie das Bild im Endeffekt aussieht. Ob es neutral oder sonstiges. Ich habe in einem von meinen Videos von den Kopfhörern, habe ich diese Funktion leider, ja, war das M kurzzeitig weg. Ich weiß nicht, woran das lag, keine Ahnung, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist schon mal natürlich nicht schlecht. Dann haben wir hier den Autofokus. Den können wir auch extra noch verändern. Wie man dann sieht, wird das schon unscharf, beziehungsweise wieder scharf und dann wieder unscharf. Dann können wir einstellen, wie viel wegen der Belichtung. Jetzt habe ich natürlich total verstellt. Und mal zurück auf 50 waren wir, glaube ich, oder 60. Normalerweise müssten wir so auf 60 sein, da ich ja mit 30 FPS aufnehme. Und das immer den doppelten Wert. Hier haben wir nochmal die Belichtung, den sogenannten ILO-Wert, sowas in der Art. Jetzt habe ich schon wieder oben verstellt. 90, 60. Jetzt stellen wir mal hier den ILO jetzt ein. Hier oben, sprich hier. Sie sehen, das ist unglaublich hell, kann man das machen. Aber das ist so gut. Ich bin ja auch im Studio und den ILO sollte man ja immer so gering wie möglich halten. Dann sehen wir in der Mitte auch noch den gelben Balken, ob das alles im Waage ist oder nicht. Manchmal haut er hin, manchmal haut er nicht so wirklich hin. Also immer ein bisschen komisch ist das ein bisschen. Das kommt immer ganz drauf an. Bei Fotos, klar, einmal gedrückt, Foto gemacht. Wollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt.
wollt ihr hier auch nochmal reingehen. Und hier kann man natürlich auch alles Mögliche einstellen. HDR-Modus, RAW-Modus, alles Mögliche. Momentan steht er auf 9 Megapixel. Das kann man auch alles umstellen, kann man alles hier einstellen. Also es ist wirklich eine sehr umfangreiche App. Das ist wirklich ultra, ultra. Wie man sieht, hier kann man auch noch ranzoomen. Hier ist noch eine Skala. Gut, bei Fotos, da zoomt man nicht ran. Es sei denn, man hat ein iPhone, dann kann man hier mit der zweiten Kamera vielleicht noch ein bisschen umherspielen. Und dann nochmal mit dem Autofokus und mal gucken, ob wir hier irgendwas scharf gestellt kriegen oder eher weniger. Doch, man kriegt nochmal was scharf. Ja, da kriegt man auch nochmal scharf mit der zweiten Kamera. Gut. Also man kann hier unglaublich viel. Hat man hier auch noch einen Zeitauslöser, Nachtmodus, Serienbilder, Langzeitbelichtung. Den Zeitraffer müsst ihr eigentlich auch nochmal irgendwann mal ausprobieren. Kommt vielleicht auch noch mal irgendwie im Video noch mal irgendwas vor. Aber das ist schon ultra, ultra heftig. Also diese App an und für sich, wenn ihr iPhone-User seid, die ist wirklich, 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 wirklich gut. Kostet allerdings auch 5 Euro. Gut, 5 Euro sollte dafür eigentlich noch okay sein. Ich mache jetzt erstmal eine Pause, weil ich bin ja immer noch ein bisschen krank. Und sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Und ich sag mal, bis die Torgi. Haut rein.